Los geht's. Herzlich willkommen zum Panel DIY-Biologie für jedermann. Wie kann und warum sollte man mitmachen? Ja, wir sind alle in der Biologie gelandet, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Wir haben ganz viele verschiedene Hintergründe. Und die möchten wir heute mit euch diskutieren, besprechen. Bitte, bitte stellt Fragen. Wenn auch immer eine euch in den Kopf kommt, Hände hoch und los geht's. Und ja, fangen wir vielleicht mit einer Frage an alle an, die jeder einer kurz beantwortet. Seit wann seid ihr in der DIY-Biologie-Community unterwegs und wisst ihr, ob es ein spezielles Ereignis gab, was für euch so Klick gemacht hat, so boah, da will ich mitmachen? Also, bei mir war es 2013, ich war während meiner Doktorarbeit und habe nach Möglichkeiten gesucht, Forschung noch auf eine andere Art und Weise zu machen. Und dann war zufällig gerade ein Treffen der europäischen DIY-Bio-Szene in Amsterdam. Und dann bin ich da sehr spontan hingefahren und habe die ganzen Leute hier auch getroffen. Und ja, das war für mich der Einstieg und dann auch klar, dass ich mich damit weiter beschäftigen möchte. Interessante Leute, interessante Themen. Ja. Das ist übrigens Julian. Ist auch hier in München. Und vielleicht sollten wir uns kurz alle einen Satz vorstellen. Nicht jeder von euch hat wahrscheinlich die Vorträge vorhin gesehen. Und darüber hinaus findet ihr uns auch alle hier vorne in der Biohacking Area. Julian braut mit euch Kombucha. Vielleicht sagt jeder auch noch schnell, was man bei euch machen kann. Genau, ich bin Julian Chollet, ich habe Molekularbiologie studiert und interessiere mich jetzt halt hauptsächlich dafür, dass Biohacken auch als Outreach-Activity, also so zum, dass jeder mal kennenlernen kann, was ist das eigentlich? Und in der Biologie gibt es viel zum Kennenlernen und für ganz viele Leute ist allein schon Bakterien und Hefen Neuland. Was ist das eigentlich? Wie schaut das aus? Deswegen habe ich den Kombucha mitgebracht, weil man das da ziemlich gut sehen kann, was das eigentlich ist. Am Nachmittag wird es um Biomaterialien gehen, kommt einfach mal vorbei. Also so ein kleiner Überblick auch historische Biomaterialien und derzeitige bioabbaubare Plastiktüten zum Beispiel und was das ist. Und auch zukünftig, was da noch so in der Pipeline ist, woraus man noch Materialien machen kann. Jetzt würde ich mal weitergeben. Hi Sascha, servus. Ich glaube 2010 habe ich vom IGM-Wettbewerb mitbekommen und dann so ein bisschen von der synthetischen Biologie Luft geschnappert und dann auch Bioingenieurswesen studiert und bin dann relativ schnell natürlich auf Biohacking gekommen, weil man möchte es ja natürlich auch selber mal machen und nachempfinden und habe hier leider keinen aktiven Stand heute. Meine Aktivitäten sind eher im hardwareorientierten Biohacking, also wirklich kann man diese Laborschnittstellen, diese Geräte günstiger machen, wie kann man die einfach ja, besser machen, günstiger machen, mehr Leuten zur Verfügung stellen. Gerade sehe ich, dass auch Leute von dem diesjährigen iGEM-Team, du hast es gerade schon angesprochen, reingekommen sind. Auch das diesjährige iGEM-Team ist da. 20 Studenten, die über ein halbes Jahr wirklich beeindruckendes Projekt bauen. Diesmal geht es um ein Labor aus Papier. Also gibt es auch bei uns in der Ecke. Und jetzt zu Rüdiger. Ja, hi, mein Name ist Rüdiger. Ich habe vorhin noch einen Vortrag gehalten hier. Ich bin Biologe, Diplombiologe und habe mit dem Biohacking... Ja, eigentlich wollte ich als Jugendlicher anfangen, vor 15 Jahren, war da auf einer Schule, wo wir Gentechnik mal gemacht haben. Und dann wollte ich das unbedingt die ganze Zeit machen. Und dann habe ich studiert und dann durfte ich es immer noch nicht machen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mein eigenes Labor zu bauen. So 2008 rum habe ich damit angefangen und dann festgestellt, dass es auch den Markt gibt und andere Leute, die das auch machen. Und habe ja seitdem immer mehr in der Richtung gemacht. Und, ja, bin ja jetzt auch beruflich damit beschäftigt. Lebt auch davon, sogar, ja. Und wir haben einen kleinen Stand, wo ich ein paar Geräte ausstelle, die wir so zusammen entwickelt haben in den letzten Jahren. Dankeschön, ja. Wir fangen zusammen hier auch in München an, also Sascha, Rüdiger und Julian. Uns findet man auch hier regelmäßig während des Jahres viel an der Fachhochschule München und auch an der Unternehmertum draußen in Garching kommt mehr und mehr Biologie ins Spiel. Und nun? Ja, hi. Ich bin Philipp, einer der Gründer von Bentolab, zusammen mit Bethan, die dort am Stand arbeiten muss. Mein Background ist eigentlich so Computer Science und ich bin dann auch über iGEM 2011 in die Biologie abgedriftet. Und seit 2012
irgendwie Teil dieser DIY-Bio-Szene. Erstmal durch eine Kollaboration zwischen unserem iGEM-Team und der London Biohackspace und dann irgendwie nicht mehr davon weggekommen. Ja. Ich bin Marc Dussayer. Das ist ein französischer Name, ich bin Schweizer. Es passiert ja manchmal, dass ein französisch sprechender Schweizer eine deutsch sprechende Schweizerin heiratet, dann kommt sowas raus wie ich aus Schaffhausen. Ich habe irgendwie doktoriert von 2000 bis 2005. Als Materialwissenschaftler habe ich versucht, irgendwie Schnittstellen zur biologischen Welt zu machen. Biosensoren, wo Zellen mit Computern interagieren. Das hat aber nicht so gut funktioniert, aber wir haben es versucht. Aber ich musste dort auch selbst auf höchstem Niveau ausgebildet. Ich hatte keine Ahnung von Biologie, muss ich mir Biologie beibringen. Aber dann habe ich irgendwie über meine Interessen an elektronischer Musik begonnen, in Kulturleben zu arbeiten, Festivals zu organisieren. Und schon sehr früh in der Schweiz haben wir diese Do-it-yourself-Elektronik-Kurse gemacht. Und das hat mich extrem motiviert, anstatt in den Forschungslaboren zu arbeiten, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Und dann haben wir 2009 dieses Hacteria-Netzwerk und Webseite gegründet, um so diesen Bastler-Ansatz zugänglich zu machen, auch für Biologen. Ähnlich wie die Do-it-yourself-Biologie. Bewegung haben wir aber ein bisschen einen weiteren Ansatz versucht, auch mit Künstlern, Designern zu arbeiten, nicht, sagen wir mal, Studenten, die einfach in der Garage Gene züchten. Und wir haben das in Indien auch gegründet, das ist hier. Und wir waren auch in Indonesien seit der Gründungsphase, das 17.000 Inseln, 250 Millionen Einwohner. Und das ist der Pazifische Ozean. Ihr seid wirklich komplett in der ganzen Welt unterwegs. Da kommen wir nachher auch gleich drauf. Bitte kommt rein, es ist noch genug Platz da. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr habt vielleicht aus den Geschichten schon mitbekommen, dass wir aus ganz vielen verschiedenen Ecken kommen. Und das möchten wir euch heute auch zeigen, dass wirklich von egal welchem Hintergrund man hat, wenn man ein Faible für Biologie hat, findet man einen Anknüpfungspunkt, wo man seine Erfahrungen, seine Kompetenzen einbringen kann. Und wirklich ganz, ganz viele neue Sachen entdeckt. Also es gibt meiner Meinung nach keine komplexere Wissenschaft als die Biologie. Ich habe gerade vor 2 Tagen erst wieder ein Paper gesehen. Es ist, die Natur hat praktisch jedes physikalische Problem schon mal irgendwie gelöst. Und wenn man eben in diese Welt reintaucht, entdeckt man überall wunderbare Lösungen, was die Natur einfach schon gebaut hat. Und vielleicht nochmal, um die Einführungsrunde abzuschließen, könnte jeder von euch vielleicht so 3 Hashtags, Stichwörter sagen, was euch besonders am Herzen liegt und was euch auch irgendwie auszeichnet. Ja, technologische Emanzipation, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Das, glaube ich, das so ein Querschnittsthema hier. Dann also wieder in die Natur reinzugehen. Ich meine, wir haben uns irgendwie zivilisatorisch zu sehr entfernt von der Natur. Jetzt müssen wir so forward into nature vielleicht. Ja, mehr weiß ich nicht. Also was mich auszeichnet, würde ich sagen, wäre eine sehr, sehr große Begeisterungsfähigkeit für unterschiedlichste Dinge, besonders Biologie, aber die Biologie ist ein sehr weites Feld und es fällt mir unglaublich schwer, mich da auf einzelne Sachen zu konzentrieren. Ich gehe gerne auch in die Tiefe, dann so mal 2 Wochen beschäftige ich mich ausschließlich mit irgendwie Kombucha zum Beispiel und da könnte man sich auch noch 2 Jahre mit beschäftigen und Leute beschäftigen sich da vielleicht ihr ganzes Leben mit, aber das alles mal so anzuschneiden. Und ja, diese Begeisterung möchte ich auch teilen und andere Leute inspirieren und deswegen bin ich hier. Kreativ, kontaktfreudig und wissensdurstig. Dinge verstehen, ja. Ja gut, auf meinem T-Shirt steht schon Bento Lab. Das heißt, und das Ziel dort ist vielleicht, das Ganze etwas mainstreamiger zu machen, also das Ganze so zu machen, dass es sehr gut verfügbar ist. Und was mich persönlich interessiert, ist Bio-Literacy oder Genetic Literacy, also eben diese Public Engagement Interface und Computer-Aided Design of Genetic Systems, also synthetische Biologie mit also Programmiersprachen für DNA zu entwickeln. Das ist ein Hobby.
3. Da würde ich mal sagen, alternative Kokosnussforschung, Workshopologie und Qualitätsgummibänder. Wahnsinn. Vielen Dank. Dann mache ich vielleicht auch noch kurz den Abschluss. Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe lange in Startups gearbeitet, war in dieser ganzen Internet-Startup-Welt unterwegs, aber je tiefer man sich dann mit den Produkten beschäftigt, war zum Beispiel Lieferheld, man liefert Pizza, das ist cool, aber bringt die Welt irgendwie auch nicht wirklich weiter. Und jetzt versuche ich gerade dieses Wissen und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, mit in die Biologie zu bringen und eben da Startups zu helfen und die Projekte, ja, an den Start zu bringen und die Infrastruktur aufzubauen, dass wir halt alle Biologie machen können. Beim Stichwort Infrastruktur, damit, so habe ich den Eindruck, hat die DIY-Biologie tatsächlich angefangen, weil man einfach diese unfassbar teuren Laborgeräte, die kann man sich einfach nicht leisten und man kann als fertiger Biologe nicht einfach so mit dem arbeiten, wie ihr hier bei den Makern und bei den Ingenieuren seht. Man braucht ein Arduino oder als Softwareentwickler braucht man einen Laptop und kann loslegen. In der Biologie war das viel, viel teurer. Und ja, ich glaube, ja. Ich würde das jetzt gar mal abstreiten. Also wir sagen ja auch häufig, we have always been biohackers. Also Biologie machen wir ja schon immer. Rosen züchten, kochen, fermentieren ist Do-it-yourself-Biologie. Das heißt, man braucht keine teuren Laborexperimente. Warum ich persönlich mit dem angefangen habe, ist, weil ich halt eben auch aus der Bastelsecke komme. Und irgendwie, das kann ich halt. Und von Biologie habe ich zwar ein bisschen eine Ahnung, wenn wir jetzt halt wirklich Molekularbiologie betreiben wollen, dann brauchen wir gewisse Instrumente. Und ja, wie du gesagt hast, das war früher nicht so erschwinglich, aber dank solchen Leuten und unter anderem auch unseren Aktivitäten können wir diese Kisten ein bisschen öffnen. Und das ist ein Ansatz, aber sicher nicht der einzige. Ja, also dich wollte ich fragen, was euch sozusagen auch dazu bewegt hat, wirklich mit der Infrastruktur anzufangen und eben Bento Lab zu gründen. Es war für uns auf jeden Fall, also wir kommen ja, habe ich ja schon gesagt, auch so ein bisschen aus der Ecke iGEM und synthetische Biologie und wir hatten da immer das Problem, dass eben am Ende des Sommers das iGEM-Projekt fertig war und man nicht weitermachen konnte. Und da eigentlich kam erstmal der Ansatz, wir wollen eigentlich das weitermachen und auf der einen Seite auch, dass einfach jeder das machen kann. Das heißt, wir kamen eher aus der Ecke, also schon relativ Hightech. Inzwischen sind wir aber schon einige Stufen runtergegangen, weil erstmal dort die Regulierung auch sehr stark ist und zweitens, naja, bevor man Engineering macht, sollte man auch erstmal lesen können zum Beispiel, also DNA-Analyse, Barcoding. Und ich würde auch sagen, es gibt ziemlich viele Schnittstellen, also was Marc ja auch schon sagte, das ist schon eine relativ hohe Stufe von quasi Biohacking. Es geht noch eine ganze Menge von erstmal sich wirklich mit Biologie, mit Pflanzen und so weiter zu beschäftigen, erstmal einzusteigen und dann ist das quasi so, wenn man das wirklich wissenschaftlich betreiben möchte und auf einem genetischen Level. Uns hat einfach das motiviert, dass sozusagen, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, so wie eben Arduino hier, dass man sagt, hey, da gibt es ein Ökosystem und das funktioniert. Weil was wir halt gedacht haben, als wir angefangen haben, es gibt sehr viele coole Hardware-Projekte und wie gesagt, zum Beispiel OpenPCR, die Hacteria-Sachen und so weiter, coole Hardware-Projekte, aber es gibt sehr wenig wirklich Leute, die nur Biologie gemacht haben in der DIY-Biologie. Und wir wollten einfach sagen, hey, wir wollen was machen, das Gerät ist schon fertig und dann macht ihr jetzt einfach Biologie und müsst einfach, also ist natürlich cool, wenn man lernt, eine PCR-Maschine zu bauen, ist aber im Prinzip eine andere Aktivität, als sagen, ich benutze jetzt eine PCR-Maschine und mache Biotechnology. Ja. Also. Was kommentieren? Ja? Ich finde es auch noch interessant, diese Fragestellung, wenn wir in die Geschichte der Wissenschaft schauen. So irgendwie vor 300-400 Jahren, was wir moderne westliche Wissenschaft nennen, hat sich ja parallel dazu entwickelt, dass wir mit unseren menschlichen Sinnen die Welt wahrnehmen, die Natur versuchen zu verstehen und man ist dann schon vor 300-400 Jahren an diese Limite gekommen und hat über wissenschaftliche Geräte wie Teleskope, Mikroskope irgendwie diese moderne Forschung überhaupt entwickelt als die Grundidee, um die eigenen Sinne zu erweitern, um weiter in die Natur rein zu sehen zu können und auch nicht sich täuschen zu lassen von unserem, sagen wir mal, persönlicher Wahrnehmung. Oh, das ist jetzt aber eine schöne Pflanze. Das heißt, es ist für mich jetzt eher auch vom pädagogischen Aspekt wichtig, dass wir diese Laborgeräte auch wieder selber bauen. Und bis vor 20, 30 Jahren haben das alle Wissenschaftler gemacht. Ein bisschen weniger in der Biologie,
Aber das eigene Setup aufzubauen, um eine Messung zu machen, das war die einzige Möglichkeit, die jeder Forscher hatte. Weil man konnte das ja gar nicht kaufen. Als Forscher macht man etwas, das nie jemand vorher gemacht hat. Also muss ich das selbst bauen. Und diese Tradition ist ein bisschen verloren gegangen und kann auch zelebriert werden, habe ich das Gefühl. Ja, zelebrieren ist ein gutes Stichwort. Und du hast vorhin in deinem Vortrag auch gesagt, dass ihr die großen Laborgeräte auseinanderbaut, versucht zu verstehen, wie sie funktionieren und dann reverse-engineert in einer einfachen Variante. Ich habe die Geräte von euch gesehen, wir haben ein paar davon da. Schaut ihr euch unbedingt an, es ist beeindruckend, mit wie einfachen Mitteln ihr diese Laborgeräte nachkonstruiert habt. Und das da ist wirklich die Krönung. Ich freue mich riesig auf BentoLab, wenn es am Markt ist. Ich kann es kaum erwarten. Und ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, es gibt so zwei Strömungen. Einmal, okay, wir brauchen die Geräte, wir müssen da reinschauen, wir müssen verstehen, wie die Biologie funktioniert. Und jetzt vielleicht noch die andere Frage, welche sind sozusagen eure Lieblings tatsächlich Bio-Projekte? Von iGEM-Projekten, von denen ihr mitbekommen habt, von anderen Gruppen oder vielleicht von euren eigenen? Was ist euer Lieblingsprojekt? Also in meinem Vortrag habe ich es auch angeschnitten. Also ich finde es Open Source zugänglich machen von der Technologie ziemlich spannend und ich habe mich auch viel damit beschäftigt, die BioCommons zu entwickeln und wir sind jetzt gerade aktuell dabei, Lizenzen anzubieten für Mikroorganismen und ein anderer Verein hat jetzt ganz neu, jetzt vor ein paar Wochen erst eine Lizenz für Pflanzen, für Saatgut Open Source, also im Copyleft-Prinzip rausgegeben. Ich denke, das ist so ein interessantes Merkmal also aus dieser Szene, eben diesen Open-Source-Gedanken aus der Softwareentwicklung in die Biologie direkt reinzubringen. Also eins meiner Lieblingsprojekte ist, alle möglichen Sachen aus Pilzen wachsen zu lassen. Das ist zum Teil noch ein bisschen zu kommerziell. In den USA gibt es schon zwei Firmen. Die einen machen quasi Styroporersatzstoffe, die anderen eher Lederersatzstoffe. Es gibt aber auch ganz viele Künstler, die damit Projekte gemacht haben und die sind auch wahnsinnig toll geworden. Und da einfach auch wieder den Zugang zu erleichtern und dass jeder damit rumspielen kann. Und dass man dann ja biologisch gewachsene und biologisch abbaubare Produkte herstellt. Das finde ich extrem faszinierend. Ja. Ja, mein Lieblingsprojekt Bioprinting, ganz klar. Ich denk, das ist irgendwann mal, du bist gerade dabei, ein Workspace zu gründen, letztendlich zu starten an der TU draußen. Das ist jetzt, nachdem es mehrere Hardware-Projekte gibt, die das einfach zugänglich machen, einfach auch ein bisschen jetzt Räumlichkeiten geliefert werden muss, Bildung, Workshops, einfach, dass die Leute damit was machen können. Und ich denke, Bioprinting kann da wirklich was zuliefern, nicht jetzt unbedingt mit Zellen, mit menschlichen Zellen, da kann man auch pflanzliche Zellen reinbringen, Moos, irgendwas, kann man auch sehr coole Projekte mit starten, ja. Ich bin ein großer Fan von Genetic Art oder Biomedia Art und zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Paul Vanous, sollte man mal googeln, als ein Beispiel von vielen. Ja, genau, Günther in Wien. Naja, auf jeden Fall, dass man biologische Medien oder die Prozesse als Kunstmaterial benutzt, finde ich sehr spannend. So ein Beispiel, das mir gut gefällt, ist eine Anwendung des Mikroskopes nennt sich Genepunk. Das ist eine anarcho-feministische Bewegung, die auch Vaginalabstriche anschaut, mit Leuten über ihre Genitalien sprechen, was gerade in gewissen Kulturkreisen natürlich ein Tabu ist. Einfache Vaginalinfektionen können zu Todesfällen führen, auch wegen einfach diesem Tabu, dass man nicht darüber spricht. Da kann man mal die eigenen Zellen anschauen, man kann auch so diese einfachen Pilz- und Hefeinfektionen selbst detektieren. Es geht nicht um Diagnostik, es geht eigentlich um biopolitische Botschaften. Und ein Male-Only-Panel in der Do-It-Yourself-Biologie. Ja, ich habe mich schwer getan. Beethan wäre natürlich perfekt gewesen. Beethan ist die Co-Founderin von Bento Labs, aber dann hätten wir es nicht auf Deutsch machen können. Ich würde aber trotzdem gerne anknüpfen an den ganzen Punkten, die ihr gerade gesagt habt und mit vielleicht Rüdigers Diplomarbeit weitermachen, die auch in die Richtung ging. Könntest du vielleicht kurz zusammenfassen, was du während deiner Diplomarbeit, an welchem Konzept du da gearbeitet hast? Ja, das war eine Idee, die kam tatsächlich auf dem iGEM 2009 in Boston zustande.
Und zwar bin ich nach wie vor nicht überzeugt von den Verhütungstechnologien, die uns zur Verfügung stehen. Und also ich finde, die ganzen physikalischen Verhütungsmethoden sind einfach, die machen nicht genug Spaß, die sind zu kompliziert und nerven. Und die chemischen Verhütungsmethoden sind extrem, also ein viel zu krasser Eingriff in die Persönlichkeit der Frau, insbesondere bei der Pille, oder haben biologische Implikationen, die wirklich ungesund sind. Und ich kann es keinem empfehlen, sich dieses Zeug reinzupfeifen. Also ich habe mich damit jetzt auch professionell auseinandergesetzt und da Studien so angeschaut. Es ist wirklich nicht so cool. Jedenfalls dachte ich dann, okay, wir haben jetzt moderne Technologien, wir können Genome auslesen, wir können Mikrobiome auslesen, wir können Gene manipulieren und wir sind ja hier in einem biologischen System. Ne? Also es gibt halt den Penis, da kommen die Spermien raus, dann gibt es die Scheide, da sind Bakterien drin und die Spermien müssen da irgendwie durch und dann kommen sie zur Eizelle und dann gibt es das Baby. So, das will man halt nicht immer. Und dann dachte ich, okay, wir sind halt in diesem Vaginalmilieu, eben diese Bakterien, die man da halt auch anschauen kann, da könnte man ja ansetzen. Und dann dachte ich, wenn man die genmanipuliert, dass die eine Substanz herstellen, die die Spermien abtötet oder blockiert, dann hätte man ein biologisches Containment quasi, also eine Blockade auf biologischer Ebene, die aber nicht aufs System, aufs ganzen Körper wirkt, sondern eben nur lokal, aber nicht, also kein störendes Objekt ist irgendwo. Ich habe das dann das Liquid Condom genannt und habe da versucht, das zu entwickeln und bin ja bis kurz vor Prototyp-Tests gekommen und habe es dann aber eingestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob das eine gute Idee ist und habe es dann einfach Open Source gestellt und ich kriege eigentlich meistens von Frauen eigentlich recht positive Rückmeldungen. Die finden das gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt eine neue Idee. Man kann nämlich die Nebenhoden einfach mit Wärme behandeln und die Spermien abtöten und das ist viel einfacher. Also das wäre eigentlich auch besser für die Männer, mal was zu machen. Ja. Und ich habe mich mit der Idee auch schon mal beschäftigt, das ist auch tatsächlich reversibel. Also man macht die einmal die Woche warm und dann... Genau, auf 42 Grad. Genau, und dann ist man steril für eine Woche und dann muss man das jede Woche wiederholen. Das ist total easy eigentlich. Also ich werde es mal ausprobieren. Ich habe mir jetzt Materialien zusammenbestellt. Jawohl. Die haben doch schon so Wärmer gestrickt irgendwie vor 100 Jahren, oder nicht? So Hodenwärmer gibt es doch schon. Ja, aus Wolle gestrickt. Okay. Paris gab es mal ein Startup, das hat so Unterhosen entwickelt, die Hoden irgendwie so randrücken an die Leisten, aber das stelle ich mir sehr unbequem. Ihr seht, mit der Biologie kommt man in alle Bereiche rein. Ich würde gerne nochmal bei dir anknüpfen, Julian, mit den Pilzen. Pilze sind echt beeindruckende Organismen, sind tatsächlich auch der größte lebende Organismus. Ich glaube, der größte lebende Organismus ist so groß wie Russland und China zusammen. Also ist alles ein Pilzgeflecht. Was? Nein, also es sind ein paar Quadratkilometer, was schon beeindruckend genug ist. Wobei es sehr schwierig ist, das festzustellen. Also die umspannen teilweise ganze Wälder und verflechten auch die Wälder. Es gibt auch Leute, die vom Wood Wide Web reden. Aber es sind auf jeden Fall, es ist weit größer als ein Blauwal oder irgendwelche Mammutbäume oder so. Es geht, wie gesagt, über viele, viele Kilometer. Und wobei auch die Grenze zwischen Individuum und Kollektiv verschwimmt. Das ist in der Biologie auch etwas, was man immer wieder sieht. Und auf jeden Fall wird auch davon geredet im Moment, das habe ich vor kurzem erst wieder einen Artikel gelesen, dass zum Beispiel Pilze auch für den Großteil der CO2-Akkumulierung verantwortlich sind. Nicht etwa Bäume, genauso wie auch Mikroorganismen für den Großteil der Sauerstoffproduktion auf der Erde verantwortlich sind. Wieder nicht die Bäume. Man redet immer vom Amazonas, klar, der spielt auch eine wichtige Rolle, aber es sind eigentlich die Mikroorganismen, die da überall drin stecken. Vielleicht, um euch noch ein paar Ideen zu geben, was Leute mit Pilzen eben machen. Du hast es vorhin das Beispiel schon angesprochen. Es gibt eine Firma, die nimmt einfach Papierkrümel oder was man halt aus dem Papiermüll nimmt, gibt die Pilzsporen dazu und gibt das dann in eine Form rein, lässt den Pilz für ein paar Tage oder ein paar Wochen wachsen und man hat dann einen kompletten Styroporersatz. Ich glaube, die Dell-Rechner werden mittlerweile in solchen Boxen hergestellt oder halt ausgeliefert und gerade letztens habe ich erst von einem anderen Team gehört, die möchten versuchen, die haben einen Pilz gefunden, der ganz ähnlich schmeckt wie Chicken, also wie Hähnchen. Und die wollen den jetzt im großen Maßstab herstellen und veganes Chicken produzieren. Ganz ähnlich funktioniert es in der Lederproduktion. Es gibt Zeit, also willst du die Geschichte erzählen?
Ja, Leder, da gibt es Microworks. Das sind, glaube ich, die da am weitesten sind. Aber das ist auch noch nicht kommerziell erhältlich. Also das ist alles noch ein bisschen experimentell. Wenn euch das interessiert, kommt so um 3 an den Biohacking-Stand. Da gibt es eine Demonstration von verschiedenen Biomaterialien. Da habe ich alles Mögliche mitgenommen. Leder habe ich leider keins. Hat da noch jemand was? Ich habe andere Lederersatzstoffe, aber die nicht auf Pilze basieren. Ja, stimmt, ihr habt ein Kuhleder dabei, ja. Gut, dann springen wir vielleicht ein bisschen über und versuchen euch ein paar Anknüpfungspunkte zu geben. Wenn euch das Thema interessiert, wir sind da, wir sind auch immer erreichbar, deswegen haben wir hier im Hintergrund alle Webseiten von uns und auch die Kontaktinformationen. Wenn ihr selber hier in München zu Hause seid, könnt ihr eine E-Mail, einfach eine leere E-Mail an go@synbioinfo schicken. Da kriegt ihr die ganzen Infos zu den Stammtischen und wo man sich hier, wo wir uns halt immer wieder treffen. Das ist eine Abwesenheitsnotiz tatsächlich. Also wenn ihr jetzt da eine E-Mail hinschickt, kriegt ihr die ganzen Infos. Und vielleicht könnte jeder nochmal so ein bisschen sagen, okay, wo kann man bei euch am besten anknüpfen? Wer sollte sich bei euch melden, wenn er sich für ein bestimmtes Thema interessiert? Also bei mir kann man sich melden, wenn man den ganzen Scheiß nicht glaubt, was über die Do-it-yourself-Biologie erzählt wird, von wegen irgendwie Burger im Labor züchten oder irgendwie mit Gentechnik irgendwie Oil-Spills irgendwie aufzuräumen, dann kann man sich bei mir melden. Also bei uns richtet es sich schon an Leute, die ein bisschen Ahnung haben oder sehr, sehr motiviert sind. Also ich würde sagen, dass man vielleicht erstmal ein paar einfachere Experimente macht, aber wenn man wirklich der Meinung ist, ich möchte jetzt DNA-Barcoding machen oder ich mich wirklich mit DNA und genetischer Analyse beschäftigen, dann auf unserer Webseite bento.bio nach vorbeischauen, denn wir liefern, wie gesagt, dieses Labor und auch Tutorials da drumherum und Kits und so weiter und Aktivitäten. Ja, direkt habe ich kein Projekt laufen mit Biohacking. Wie gesagt, das ist an der Hochschule. Aber bei mir kann sich jeder melden, der Bock hat, was zu starten. Und irgendwie zu Biopunding Fragen hat oder auch den ganzen Rotz nicht glaubt und nicht unbedingt jetzt zu dir fahren will, sondern in München was braucht und einfach auch nette Anregungen braucht. Also ihr könnt mal auf mikrobiomik.org gehen, da werdet ihr noch nicht so viel finden, aber man kann sich in ein Newsletter eintragen und dann könnt ihr mal gucken, was aus dem Projekt wird. Jo, also ihr könnt gerne mein Buch kaufen, das ist vom Francis Verlag, Biohacking geht Technologie für alle. Kannst du es mal kurz hochhalten, mein Buch? Ich habe leider nicht, mehr genug Exemplare hier, aber ihr könnt es euch gerne online bestellen. Es ist so geschrieben, dass man so auf Gymnasialniveau Bio-Wissen einsteigt, um dann dahin zu kommen, wo Philipp weitermacht. Und das war meine Idee. Und ihr könnt auf CRISPR Kitchen gucken, da sind eine Menge Fiction in Science Kurzgeschichten jetzt gesammelt. Also so spekulative Szenarien, die oft mehr oder weniger auf dem Boot der Tatsachen geblieben sind. Wunderbar. Ja, also ich kann auch das Buch von Rüdiger wirklich nur empfehlen für alle, die jetzt quer einsteigen. Das ist eine perfekte Zusammenfassung, auch eine perfekte Grundlage von der ganzen Genetik, was da alles drin passiert, welche Projekte es gibt, wie sich diese ganzen Projekte einordnen. Eine wunderbare Zusammenfassung. Auch auf SynBioInfo findet ihr verschiedene Informationen auf Englisch dann. Und wir sammeln dort alle Ideen, Projekte und tatsächlich auch Startups, die es schon gibt. Bei mir kann man sich auch melden, wenn es dann um die wirklich langfristige Vision geht und um die Sachen, die tatsächlich heute noch nicht realistisch sind. Aber man kann sie zumindest heute schon mal diskutieren. Und die Bilder und die Welt, wie sie sich sozusagen, wie man sie sich vorstellen kann in den nächsten 10, 20 Jahren, wird sich meiner Meinung nach wirklich massiv verändern und auch sehr durch Biologie geprägt sein. Und ja, ich würde jetzt gerne nochmal die Frage an euch geben oder eure Fragen mit aufnehmen. Nutzt die Gelegenheit, wir sind alle da. Ja. Wer möchte was fragen? Fragen? Habt ihr Fragen? Ich würde das Mikro rausgeben. Alles klar. Fragt was. Zeit dafür eingeplant. Ja, also ihr findet uns auch ja natürlich immer an den Ständen und könnt da Fragen stellen, aber ansonsten
würde ich vielleicht an euch auch nochmal die Frage stellen. Eine Frage. Die Jenny. Na klar, bitteschön. Hi. Ihr Lieben, das war ja gar nicht so einfach. Ups, ein Floppy-Feedback, euch alle hierher zu bekommen. Danke nochmal an alle. Also manchmal hat es auch knapp geklappt. Was könnte man denn machen, um dieses Thema einfacher zugänglich zu machen? Ich meine, ich bin über Kombucha dazu gekommen und irgendwie habe ich euch dann bei der Unternehmertum getroffen. Dann hat sich das weiterentwickelt. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer noch ziemlich schwierig ist, da irgendwie anzufangen. Und nicht jeder findet jetzt irgendwie ein Lab. Der Rüdiger war in Stuttgart oder woanders, der Jerome ist auch nicht immer da. Also manchmal am richtigen Ort alle zusammenzufinden, ist gar nicht so einfach. Was könnte man denn machen, dass man einfacher da hinkommt? Webshop. Hä? Webshop. Webshop. Make.bio will ich starten. Bacteria. Ja, da gibt es Anleitungen. Und halt hier Bento Lab natürlich. Ja. Ne? Also man findet uns natürlich im Internet, man muss aber natürlich wissen, wonach sucht man. Deswegen auch nochmal das große Danke an dich, Jenny, dass du uns hier zusammengebracht hast und euch wirklich diese Kontaktpunkte geben zu können und euch die Geschichten aus der Biologie erzählen zu können. Ich glaube, das muss einfach häufiger passieren und wir machen alle Workshops. Wie viele sind wir eigentlich in der DIY-Biology-Community so? 500. 500, wenn wir nicht die ganzen Gartenzüchter dazu zählen. Okay, alles klar. Wenn man die Gartenzüchter dazu nimmt, dann sind es Tausende. Millionen, ja klar. Ja, also man findet uns auf alle Fälle hier. Jeder kann uns natürlich E-Mail schreiben, uns kontaktieren, unsere Slack-Communities reinkommen. Und da ist noch eine Frage. Ja, und machen wir hier weiter. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber irgendwie habe ich heute gelesen, dass der Alibaba-Gründer, dieser sowieso Ma oder so, steigt jetzt ganz groß in die Genetik ein, in Gentests. Und es gibt unterschiedlichste Zukunftsforscher, die davon ausgehen, dass die Genetik, also die menschliche Genetik, die Beschäftigung mit der menschlichen DNA, dass der große Zukunftsmarkt in Anführungszeichen sein wird. So ein Szenario, jeder hat irgendwann seine CD mit seinem eigenen Erbgut zu Hause und es gibt dann so kleine Fabrikatoren, die zum Beispiel anhand der genetischen Marker, also für welche Krankheiten oder sonstige Dinge man eben prädestiniert ist, dass man sich die Nahrungsergänzungsmittel oder die Schutzmedikamente sozusagen dann selber herstellen kann. Meine Frage ist, inwiefern in euren Zirkeln reflektiert wird, wem gehört dieses Wissen? Es ist ja wohl entscheidend, ob zum Beispiel über diese Technologie irgendwann die Krankenkassen verfügen, Pharmafirmen oder Otto-Normalbürger sozusagen, der mit dieser Technologie sein eigenes Leben autonom gestalten kann. Ja, vielen Dank für diese spannende Frage. Wir stellen uns sehr häufig diesen Fragen, nicht nur wir, also ich meine, die meisten Leute in der Biologie, Humanforschung besprechen das schon. Ich finde es interessant, dass du erwähnst, dass jetzt eben genau aus China, aus einem sehr kommerziellen Alibaba-Gründerumfeld dieses Thema kommt. Man muss sich auch immer bewusst sein, wir, das ist das christlich-westeuropäische Kulturding, wir sind eine ganz kleine Minderheit auf dieser Welt. Die Tatsache, wie wir mit den Menschen umgehen, die Ethik, werden nicht wir bestimmen. Diese Schöpfungsidee kommt aus einer ganz kleinen Gruppe, die hier lebt. Ich war gerade in Korea, da hat es auch die meiste Anzahl an Schönheitsoperationen auf der Welt. Und ich habe hunderte von Leuten gesehen, die sitzen im Tram, haben ein Foto von sich selbst vor sich auf dem Smartphone und ziehen sich die Augen lang. Also wir müssen uns auch darauf gemacht werden, dass unsere Moral, ich darf nicht Gott spielen, dass das wahrscheinlich einfach durch eine schiere Masse vom Rest der Welt über den Haufen geworfen wird. In welche Richtung können wir mitbestimmen? Und ich glaube, ein Teil von vieler der Absicht von uns ist, wir müssen diese Demokratisierung hier jetzt auch anfangen. Wir müssen nicht denen sagen, was sie machen sollen, sondern müssen hier mehr Leute in diesen Dialog einbringen, anstatt diese zum Teil verkrusteten akademischen Strukturen, die wir haben. Ich glaube, zu dem Thema sollten wir wirklich alle ein bisschen was zu sagen, weil jeder hat da ganz verschiedene Blickwinkel drauf, die ganz wichtig, also wir diskutieren die regelmäßig, aber es ist nicht nur der Alibaba-Gründer, der sich jetzt da groß in die Biotechnologie einbringt. Mark Zuckerberg hat gerade 3,5 Milliarden investiert in allgemeine Biotechnologie-Fortschritte, um alle Krankheiten zu heilen. Die Google-Gründer, die tatsächlich die Frauen der Google-Gründer, haben 23andMe gegründet.
Auf dieser Webseite kann man sich für, glaube ich, derzeit 140 Euro seine komplette DNA sequenzieren lassen, kriegt dann ein PDF, wo drin steht, welche Krankheit man mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt und welche Abstammung man vom Neandertaler hat. Das mit den Krankheiten dürfen sie nicht mehr. Das mit den Krankheiten dürfen sie tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, jetzt dürfen sie es wieder mit einem Arzt. Also es wird viel hin und her diskutiert. Was darf man, wem gehören die Daten? In dem Fall gehören die Daten tatsächlich dann auch Google. Die verkaufen die weiter an Wissenschaftler, um Wissenschaft zu machen. Das Problem ist, dass man nur bei ganz wenigen von diesen Markern, genetischen Markern überhaupt wirklich was sagen kann. Da gibt es dann eine bisschen höhere Wahrscheinlichkeit für irgendeinen Krebs und das kann man natürlich den Patienten dann nicht sagen. So ganz vielleicht wirst du an dem und dem Krebs erkranken. Und deswegen ist das gerade auch sehr, sehr umstritten, weil die Datenlage ist extrem unzuverlässig. Ich habe noch eine Info aus China vor einer Weile mal bekommen. Der Gründer vom Beijing Institute of Genomics ist auch ins Versicherungsbusiness mit eingestiegen und hat angeblich, ich habe mal nur so eine Newsmeldung dazu gelesen, entwickelt er jetzt künstliche Intelligenzen, mit der eben diese ganzen Quantified Self-Informationen, die du auch beschreibst, von einem Supercomputer ausgewertet werden, der dann deinen Versicherungswert bestimmt und du dann Verhaltensanforderungen vom Computer geschickt bekommst. Mach mehr Sport, hör auf zu rauchen, was weiß ich. Wenn du das nicht machst, fliegst du aus der Versicherung raus. Und da sollen irgendwie Millionen von Chinesen dann rein. Keine Ahnung, alle Chinesen oder so. Also extrem viele Leute. Und das ist halt, also das widerspricht mir intuitiv schon. Also das ist halt gegen meine Vorstellung vom Individuum und von selbstbestimmten Leben. Aber ich habe tatsächlich auch in meiner Arbeit mehrfach Kontakt gehabt mit Professoren aus der ganzen Welt. Und die fanden das total eine gute Idee und konnten überhaupt nicht verstehen, was da das Problem dran sein soll. Und da stimme ich Marc zu. Also wir sind vielleicht keine ganz kleine Minderheit, aber wir sind eine Minderheit, definitiv. Und wir sind nicht die Einzigen, die dazu eine Meinung haben. Und im Moment sind wir, ja, also wir haben uns ein bisschen selber isoliert mit unserer Perspektive hier, würde ich sagen. Ja, aber ihr habt trotzdem auch einen großen Einfluss. Also ich meine, das kommt immer darauf an, in welcher Rolle man spricht. Du hast zum Beispiel auch die letzten Jahre am ITAS-Institut, am Karlsruhe Institute of Technology, Bundestag tatsächlich zu synthetischer Biologie und Biohacking beraten. Also die Leute fragen, also die Institutionen fragen auch uns an und wollen die Meinung der DIY-Biologen wissen zu diversesten Themen, weil das Feld sich einfach auch wirklich schnell entwickelt und in einigen Jahren wahrscheinlich Laborgeräte erschwinglich sein werden und jeder kann halt dann anfangen, Biologie zu machen. Und da kommen dann wieder ganz andere Fragen auf, mit denen wir uns aber heute auch schon zum Teil beschäftigen. Und ich bin mal gespannt, was die Afrikaner damit machen, mit den Chips, die die Chinesen produzieren. Das würde mich wirklich interessieren, was die damit anstellen. Ja, aber auch mit deinem Beispiel aus von dem Beijing-Institut. Man muss gar nicht so weit nach Beijing reisen. Wir haben tatsächlich auch Startups hier in München, die mit Versicherungsgesellschaften zusammenarbeiten und halt die gesamte Health-Daten aufnehmen und noch nicht den Tarif anpassen, aber ich glaube, da geht das irgendwann hin. Und sobald man auch gentechnische Daten mit reinbekommt, mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, es reicht schon, Alter und Gewicht aufzuschreiben und dann ja, kann man da eigentlich schon alles drüber aussagen. Ja, so funktioniert es ja heute schon. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja. Ja. Habt ihr vielleicht eine... Ja? Wenn euch was interessiert, könnt ihr euch auch gegenseitig fragen. Ah ja. Jetzt wieder Feedback? Nee, okay. Ich hätte eine Frage zum Standpunkt Deutschland. Du hattest ja auch gemeint, wir haben uns ziemlich isoliert. Wie bewertet denn ihr den aktuellen Position als ein Land, das sich ziemlich gegen Gentechnik eigentlich wehrt? Sei es jetzt in Nahrungsmittelproduktion oder auch bei Tierzüchtung. Da gibt es verschiedene Positionen für, gegen. Wie beurteilt ihr den momentanen Stand einfach auf die Zukunft hingesehen? Weil ich habe so das Gefühl, viele Dinge werden einfach passieren, egal ob es uns passt oder nicht. Und die Frage ist, ob diese Restriktionen einem auch die Möglichkeiten nehmen, Fragen zu stellen, also auf einer breiten Ebene. Ja, ich antworte mal kurz. Danke für die Frage. In Deutschland sind die Fronten doch relativ verhärtet teilweise in dieser Diskussion
und es findet gar kein richtiger Diskurs gefühlt statt. Dennoch wird die Gentechnologie in der Zukunft wirklich ein großer Spielball werden. Und wenn wir uns da nicht irgendwie weiter fortbewegen, auf Gesetzesebene und auch generell in unserem Mindsetting, dann werden uns andere einfach überholen, die es einfacher haben. Und da ist zum Beispiel China ein gutes Beispiel. Die kaufen sich dann halt mit viel Geld einfach Arbeitskraft und legen dann selber los. Und mein Gott, dann kann man in 20 Jahren schauen, wo man steht. Die traditionellen Ingenieurstechniken, die Deutschland lang vorangebracht haben, werden es in 20 Jahren leider nicht mehr sein. Und es wird schon sicherlich Gentechnik sein, wo man wieder viel mit bewegen wird in Zukunft. Wobei sich der Widerstand ja nur gegen die grüne Gentechnik richtet und die komplette Pharma-, Biotechnologie-, Gentechnik ist ja hier auch akzeptiert. Da wird ja gar nicht drüber diskutiert. Aber sie ist nur in den hochregulierten, weggesperrten Labors akzeptiert und nicht als was, was man irgendwie selbst, also es kam den Leuten bisher gar nicht in den Sinn, dass man das selber machen könnte. Und was wir jetzt halt gezeigt haben in den letzten Jahren ist, dass es geht. Und ich glaube, der Grund, warum das so verkrustet ist, dass es so verkrustet ist, ist der Grund, dass wir jetzt hier sitzen, weil niemand anderes sich damit wirklich beschäftigt in einer produktiven, progressiven Art und Weise. Und die Akademie hat es irgendwie nicht so richtig hingekriegt, diese Diskussion zu führen, obwohl sie es eigentlich hätte tun sollen, meiner Meinung nach. Die Industrie und die Ökolobbys haben sich in die Wolle gekriegt und sind in einem Grabenkrieg erstarrt in der Mitte der 90er, der bis jetzt andauert. Aber es tut sich was auf europäischer Ebene, auf Parlamentsebene, EU-Parlament und auf dem Europäischen Gerichtshof. Da werden nächstes Jahr stehen da wichtige Entscheidungen an. Und ich denke, ich denke mal, das klappt jetzt nochmal so um und dann bleibt es wieder liegen für die nächsten 20, 30 Jahre, bis es sich dann wieder irgendwo aufgestaut hat. Und die Frage ist jetzt wirklich, was passiert in den nächsten, sagen wir mal, 2 Jahren? Wie wird die Regulierung da umgestaltet werden? Also wir sind jetzt auf jeden Fall in einer Situation, wo sich einiges an Spannung ergeben hat, weil die Technologie vorangeschritten ist, die gesellschaftliche Diskussion, die Rechtslage nicht. Und es wird sehr viel auch unsere Arbeit berühren, was da jetzt entschieden wird. Also ich habe es auch oft mitbekommen jetzt in letzter Zeit, was sich alles tut. Also wir sind auch im engen Kontakt mit den Behörden und bringen die Leute aber tatsächlich alle an einen Tisch. Das ist das Tolle bei der CRISPR-Kitchen vor 2 Monaten gewesen. Das war eine Woche, auch mit 20 Leuten aus aller Welt haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann unsere Welt aussehen in Zukunft, und haben Leute, also wir hatten von Ethikprofessoren über die Leute eben vom Bundes- und Landesamt für Verbraucherschutz da und auch vom Patentamt. Mit all diesen Leuten haben wir im Detail diskutiert, wie kann sich die Zukunft verändern, wie wird sie aussehen und wie müssen wir auch die Regularien interpretieren können. Und auch wenn die Gentechnik jetzt lange nicht diskutiert wurde, also in der breiten Öffentlichkeit, man bekommt manchmal mit, irgendwie hier ist irgendwas Negatives passiert. Tatsächlich ist sie ziemlich groß eigentlich auch in Deutschland, sie ist nur sehr unscheinbar. Also wenn man sich zum Beispiel Martinsried oder Penzberg anschaut, das sind so 2 riesige Campi hier in der Nähe von München, wo ich glaube in Summe 15.000 Leute an diesen Themen arbeiten. Das ist natürlich Pharma auch sehr getrieben, weil einfach die rote Biotechnologie, man sich davon verspricht, dass sie wirklich sehr, sehr viele Krankheiten in naher Zukunft heilen kann. Es ist gerade zum Beispiel eine Spritze gegen Leukämie in den letzten Phasen der klinischen Tests. Das ist eine Spritze, wo man das Immunsystem so programmiert hat, dass sie alle Leukämiezellen ausschaltet, und die letzten Ergebnisse waren, 8 von 10 Patienten hatten nach der Injektion keine Leukämie mehr. Und das stellt wirklich das Gesundheitssystem komplett auf den Kopf. Und vielleicht auch nochmal ein anderer Ausblick, aber das könnte nochmal eine eigene Diskussion eigentlich werden. Auch unter anderem Google und viele andere Firmen beschäftigen sich jetzt mit diesen Themen, wenn man halt wirklich alle Krankheiten mal besiegt hat. Was passiert dann, wenn die Leute auf einmal ewig leben können? Und versuchen in die Richtung zu arbeiten, aber das ist eine verrückte Diskussion. Ja, machen wir mal weiter. Danke. Ja, hallo, erstmal danke an euch. Ich finde euren Elan und eure Energie, die so auf uns einströmt, ziemlich klasse. Ich frage mich gerade so, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diesen Elan nochmal auch anders einzusetzen, um dieses verkrustete Schulsystem aufzubrechen, was wir haben in Deutschland. Weil das ist ungefähr die größte Sünde, die wir gerade vollbringen. Wir reden die ganze Zeit von Zukunft, und die Kinder, die wir da gerade für vorbereiten, werden so dermaßen in die falsche Richtung gebracht mit veralteten Büchern und
in die Enge gezwängten Lehrern, die gar nichts tun können. Und wenn sie was tun, dann kommt der Neidfaktor. Ich selbst habe das mal probiert. Ich mache so, habe ein Buch rausgebracht für generative Gestaltung und dachte, das wäre vielleicht spannend für Mathelehrer, um eben Kids an Mathe ranzubringen, um sie dann dazu zu bringen, dass sie irgendwie diese Bilder dann auf T-Shirts drucken und sie einfach Spaß haben, dadurch, dass sie programmieren lernen. Und wenn ich mir den Bio-Unterricht anschaue, der gerade stattfindet, da würde ich mir einfach alle von euch da drin irgendwie wünschen, als jemand, der irgendwie Biohacking an der Schule als Pflichtfach einführt. Und ich frage mich gerade, wie kriegen wir das hin? Ich bin gescheitert, also ich habe noch nicht mal Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrer organisieren können, weil ich da irgendwie ausgestoßen wurde, weil die das nicht wollten. Vielleicht ist ja Biohacking bezogen jetzt auf eine Zukunftsfrage der Menschheit ein bisschen relevanter als Physik- oder Mathematikunterricht, keine Ahnung. Kriegen wir es irgendwie hin, das auf irgendeine Art und Weise so aufzubrechen, dass wir nicht nur an das Schulsystem gebunden sind, sondern irgendwie nicht da drinnen, sondern vielleicht draußen etwas infizieren, wo dann die Kids wieder in den Biorecht zurückkommen und merken, wow, ich mache was anderes, ich mach das selber. Ja? Was der mir da erzählt, ist zwar ganz gut, aber ich möchte selber aktiv werden. Und eben nicht jetzt nur auf so einer Messe, wo ja auch so, nicht, man vielleicht gar nicht die erreicht, die man gerne möchte, zum Teil, ne? Sondern noch größere Masse. Und da frage ich mich die ganze Zeit, wie kriegen wir das hin? Also ich, vielen Dank für diesen Einwand. Ich bin völlig deiner Meinung. Wir haben ein bisschen, einige von uns arbeiten in Richtung, können wir auch die Regulatorien ändern, damit wir selbst diese Experimente machen können. Ich selbst arbeite auch hauptsächlich als Pädagoge. Morgen haben wir noch ein Panel, auch zu irgendwie Bildung im Maker-Bereich. Ich glaube, wie man das machen kann für uns Practitioners ist, wir können lernen von unseren Freunden aus Nepal, die haben eine Firma gegründet, um Bildungsangebote im Technik und so Umfeld zu machen, um die nächste Generation dafür vorzubereiten, die erreichen 2.000-3.000 Kinder in der Woche. Ich denke, wir könnten auch das machen, anstatt da immer mit dem zu dritt im Kreis hocken, einfach 3.000 Kinder die Woche. Und das geht einfach mit Elan und so und dann halt als gutes Beispiel den bestehenden Strukturen zeigen, wie man auch diese Art von Bildung im informellen Umfeld bringen kann. Bildungspolitik ist nochmal was anderes. Ich bin deiner Meinung. Ich glaube, diese Hacker-Einstellung, auch diese Selbstverantwortung als Bildungsziele zu definieren, anstatt einfach das Durchkochen. Aber wir sind ja ein bisschen verwöhnt. Also das Bildungssystem ist nicht so schlecht bei uns. Also Schweiz, Deutschland, Finnland und so. Wir sind relativ weit im Vergleich, aber trotzdem, wir sollten mehr auch Forscher motivieren, diese Verantwortung aufzunehmen, selbst in der öffentlichen Bildung mitzuarbeiten. Nicht nur an diesen Messen, wie du sagst, sondern mal schauen. Ich denke mal, du hast aber auch die Erfahrung gemacht, also wenn ich einen Workshop durchführe, zum Beispiel mit 10, 15 Jugendlichen zwischen 15 und 18, Mikroskop bauen, super Workshop, funktioniert auch meistens ganz gut. Aber selbst wenn die sich das freiwillig ausgesucht haben auf einem Zeltlager oder sowas, ist es schwierig, die bei der Stange zu halten. Und das in einem Unterrichtsformat zu machen, mit 30 Schülern, die alle keinen Bock drauf haben, das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Bei 16-, 17-Jährigen musst du über Verhütungstechnologie sprechen. Ja, aber spätestens, das ist immer noch interessant. Ich meine, das ist ein Dauerbrenner. Ich hatte vorhin eine interessante Begegnung, ich habe ja so Kits ausgestellt, die sind noch nicht zu verkaufen, ich habe die so spontan, dummy-mäßig zusammengestellt, dass ich was auf den Tisch legen kann. Dann kam ein Vater mit seinem kleinen Jungen, ich weiß nicht, der war vielleicht 5 oder 6 Jahre alt oder sowas, und der Junge hat dann gemeint, ja, was ist da drin, was ist das, und alles hat mich ausgefragt, was da drin liegt, okay, ein paar Bakterien, Nährmedium, bla bla, was kann ich damit machen? Und dann, Papa, kaufst du mir das, das ist noch nicht zu verkaufen. Ja, was soll es denn kosten? Ja, vielleicht 50 Euro oder irgendwie sowas in dem Dreh. Kaufst du mir das? Und dann, du weißt noch nicht mal, was pH-Wert ist, hat der Vater dann zu seinem Sohn gesagt. Du musst erst mal wissen, was pH-Wert ist und dann kaufe ich dir das Kit, also warten wir noch ein paar Jahre. Und dann war der Junge aber so determiniert, der wollte das unbedingt haben und der hat gesagt, ich kann das auch, ich werde lernen, was pH-Wert ist, ich kann das machen, so, wollte unbedingt diesen Scheiß haben, obwohl es noch nicht mal irgendwie sinnvoll zusammengestellt war. Also das hat mich wirklich interessiert, also das fand ich interessant, also auch jetzt für mich, so als was ich jetzt hier mitnehme, wie man das Material konzipieren muss, damit Leute, also mit Kindern was damit anfangen können. Und ich glaube, man kann denen einiges zutrauen sogar. Ja, bei mir ging es los mit einer tollen Biologielehrerin.
die hat bei mir die Grundlagen geschaffen. Ich bin ihr sehr dankbar dafür. Ich wünsche, dass das jeder auch irgendwie seinen Zugang dazu findet. Aber gehen wir weiter zur nächsten Frage, also, die Zeit rennt. Ich habe jetzt so ein bisschen so den Eindruck, wir sind irgendwo da, wo die Heimcomputer Anfang der 70er Jahre waren oder sowas. Weiß ich nicht, ob das jetzt so hinhaut. Und wenn man dann sieht, wie sehr die Informatik inzwischen in die Schulen gekommen ist, dann ist das fast eher frustrierend. Ich denke, erst so jetzt so mit dem Raspi und so kommt das wieder, dass man das anfasst, dass man das mit den, dass man sich mit Computern befasst, auch als Kinder. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie man das mit Biologie machen kann. Ich habe ein Buch gelesen, es heißt auch Biohackering, aber es ist nicht das. Es ist von Journalisten haben das gemacht. Das war jetzt so mein Einstieg. Das habe ich vor 2 Monaten gelesen. Ist top gemacht. Ich bin dann noch ein bisschen am Gucken. Ein bisschen mehr. Also dieser Vergleich zur früheren Informatik-Szene wird immer gemacht, aber ich bin mir nicht so sicher, ob dieser Vergleich uns weiterhilft, herauszufinden, was wir jetzt machen sollen. Es ist doch eine neue Situation. Und aus den Fehlern vor allem, also gerade aus der Informatik in den 90er Jahren, frühe Netzkultur, alle haben über Privatsphäre im Netz diskutiert, an solchen internen Zirkeln, und es ist Worst Case eingestoßen. Also ich glaube, wir können von diesen Sachen lernen. Die Open-Source-Bewegung ist ein bisschen zurückgegangen, so im öffentlichen Diskurs, ist einfach jetzt in der Kaffeemaschine. Und ich glaube, wir sollten eher diese Sachen anschauen, als diese Versprechen von Startups aus der Garage, weil wir wollen nicht nochmal Microsoft in der Garage machen, die jetzt einfach mit Gentechnik macht. Die haben wir ja schon. Danke. Gut, möchte noch jemand was sagen? Ja, ich glaube, dann ist der Moment gekommen, wo wir uns bei euch allen bedanken für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr auch alle gekommen seid. Danke, dass ihr alle da seid. Und ich wünsche euch noch 2 schöne Tage. Ihr findet uns alle hier drüben. Ihr könnt uns auch direkt jetzt nochmal ansprechen. Stellt uns eure Fragen, findet euren Weg in die Biologie. Wir freuen uns auf euch und Dankeschön.